Hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Tag heute am Mittwoch. Ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Tag und hoffe sehr, dass ihr Spaß dran habt. Und wenn es euch interessiert, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt doch einfach dran. Ja, meine Lieben, es ist Mittwochmorgen. Wir haben schon gefrühstückt und Feline und ich machen gerade den Haushalt zusammen. Ihr hört vielleicht im Hintergrund, mein Staubsauger macht gerade die Wohnung fresh. Und Feline räumt mir hier wieder alles aus und um. Ich bin nämlich heute und morgen ganz, ganz krass dabei, die Wohnung so ein bisschen schön zu machen oder beziehungsweise so richtig aufzuräumen. Denn wir haben am Donnerstag, also morgen, ganz viele Interessenten hier für unsere Wohnung. Und ich bin wirklich gespannt. Die kommen erst abends, da ja viele arbeiten müssen, logischerweise. Das läuft alles über einen Makler, also ich brauche mich da Gott sei Dank um nichts kümmern. Und deswegen bin ich dabei, hier kräftig aufzuräumen. Ich habe gestern ein Überraschungspaket von Easy bekommen. Ich bin so happy. Wir haben uns nämlich Überraschungspakete zugeschickt, zu Weihnachten einfach für die Kinder, für uns. Und das packe ich gleich mal in Ruhe mit euch aus und ich freue mich richtig drauf. So, ich bringe gerade Feline ins Bett. Ihr hört vielleicht im Hintergrund die Musik vom Babyfon. Wir haben es jetzt kurz vor 12 und ich bin jetzt gerade am PC ein bisschen was arbeiten und suche Rezepte raus für eine Soße, die ich im Thermomix machen möchte für Weihnachten. Denn wir feiern dieses Jahr Weihnachten komplett alle bei uns, das allererste Mal. Sonst waren wir alle bei meiner Mama. Aber dieses Jahr mit Feline wollen wir es mal bei uns versuchen, weil es auch einfacher ist. Wir fahren ja auch gut anderthalb Stunden zu meiner Mama und dann kann Feline dann hier ins Bett gehen. Und ist für sie, glaube ich, ein bisschen entspannter. Und dort gibt es dann Gans oder Pute, je nachdem, was ich noch finden werde. Und schön Knödel mit Soße. Und da sind wir schon beim Punkt. Ich würde gerne eine Soße selber machen im Thermomix. Und da suche ich gerade nach einem Rezept. Ich bestelle jetzt auch nochmal bei Rewe. Beziehungsweise Samstag bin ich auch den ganzen Tag mit meiner lieben Bea unterwegs. Endlich. Ja, wir haben es ja auch dreimal verschoben. Und diesen Samstag machen wir das einfach. Und damit Dennis nicht Samstag mit Feline los muss, bestelle ich. Genau. Ich warte immer noch auf FedEx. Die sollten ungefähr gegen 12 kommen. Ich sitze echt auf heißen Kohlen für das Geschenk meiner Schwester. Und jetzt gleich machen wir mal das Überraschungspaket von Easy auf. Ich bin sehr gespannt. Oh, meine Lieben, ich habe hier das Paket von Easy und das machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Sie hat zu mir gesagt, ich soll dann sagen, ob ich mich freue oder nicht. Ich meine, natürlich freue ich mich, hallo. Und sie hat gesagt, ich soll mal versuchen, dass ich vorher rate, was so in den Paketen drin ist. Schauen wir mal, ne? Ich packe gerade als erstes, oder ich habe als erstes meins genommen. Linda, für euer neues Eigenheim. Ich könnte direkt heulen, wenn ich weiß, das kommt von ihr. Ist das schrecklich, oder? Aber ich muss sagen, ich vermisse sie ja nun mal auch schrecklich, ne? So schönes Weihnachtspapier auch. Achso, ich sollte ja raten, was könnte das sein? Für euer neues Eigenheim. Vielleicht was zum Dekorieren, so. Eine Lichterkette. Und ich glaube, in einem Stil, den ich gerade richtig feiere. Oh, ja. Uiuiui. Oh, Easy, wie geil. Oh, eine geometrische Lichterkette. Okay, sie hat genau meinen Geschmack getroffen. Leute, guckt euch mal diese Lichterkette an. Das sind geometrische Formen und da ist das Licht drin. Wie schön ist die bitte? Ich freue mich riesig. Sammelleidenschaft. Okay, ich weiß sofort, da ist bestimmt eine Tasse drin, oder? Tasse. Ich sage Tasse. Ja. Oh mein Gott, wie süß ist... Oh mein Gott. Eine Keramiktasse. Aber guckt euch mal bitte an. Also die Farbe ist wunderschön, aber schaut mal. Wie süß ist das denn? Da ist ein kleiner Panda eingearbeitet. Der ist auch fest. Wunderschön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also, Philly. Doppeln? Stoppeln? Ich weiß nicht, was das heißen soll, Schatz. Da. Also, für Philly. Oh, das ist was zum Spielen. Oh, wie schön ist das denn? Also, ich wusste schon, wenn Easy mir Kinderspielzeug schenkt, da sie die schönsten Sachen im Online-Shop hat, wird sie mir auch die schönsten Sachen schenken. Ach nein, wie cool. Schaut mal, kennt ihr das? Das sind diese Stapelfiguren. Guckt mal.
Mal gucken, wie klein es noch geht. Ach, wie süß. Schaut mal. Feline ist so eine richtige Fummelise, ne? Also darüber wird sie sich extrem freuen. Danke. Warmen Kopf bewahren. Die Frage ist, packe ich das jetzt aus? Nein, ich behalte das so und filme das, wenn Dennis das heute Abend auspackt. Rollenspiele sind toll. Das ist bestimmt auch wieder ein super schönes Kinderspielzeug. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Das werde ich Feline auch holen. Oh, das ist so cool. Das ist so ein Doktor-Arzt-Set für Kinder. Und ich weiß, dass Frieda und Pauline da total gerne mit spielen. Und Leona auch. Und jetzt habe ich das auch für Feline. Also Izzy hat leicht übertrieben mit für Feline. Hier haben wir das letzte für Feline. Es wird laut. Oh, Izzy, ernsthaft? Okay. Auch von Plan Toys. Oh, ich glaube... Aber das finde ich nicht schlimm. Das ist cool. Feline hat auch ganz, ganz viele Musikinstrumente. Oh, das soll Regen nachstellen. Wie schön ist das? Hört mal. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon. Papa, wenn du das siehst, das wird Felines neues Lieblingsspielzeug. Feline liebt alles, was Krach macht und Geräusche macht, was sie schütteln kann. Und wie schön ist das bitte verarbeitet. Schaut mal, hier oben ist Holz. Also Schatz, vielen, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass mein Paket euch auch gefällt. Und Feline wird sich sehr, sehr freuen. Also ich versuche Feline das irgendwie zu vermitteln, dass das um Weihnachten jetzt geht. Ich meine, sie ist jetzt 17 Monate, das versteht sie nicht. Aber auch Freunde sollen Weihnachtsgeschenke und dürfen auch ruhig Weihnachtsgeschenke schenken. Jetzt werde ich erstmal hier den ganzen Verpackungskram wegpacken und werde die Sachen jetzt hinstellen und werde mich freuen, dass ich so eine tolle beste Freundin habe. Also ich glaube nicht, dass mein Papa meine Videos guckt, aber ich verpacke jetzt sein Weihnachtsgeschenk und das zeige ich euch jetzt nicht. Ich weiß ja nicht. Meine Schwestern und ich haben da zusammengeschmissen und das werde ich jetzt erstmal verpacken. Ich bin so eine Niete im Einpacken. Ich war noch nie gut im Einpacken. Jeder weiß, dass ich, wenn ich einpacke, so hässlich einpacke. Aber gut, es geht ja ums Geschenk und um den Willen. Ich habe das jetzt für meinen Papa fertig eingepackt. Und das kann jetzt unter den Tannenbaum. So, Feline ist wach. Hallo? Hi, mein Schatz. Hast du gut geschlafen? Hi, mein Engel, hast du gut geschlafen? Oh, Baby. So, hier ist mein Engel. Nicht so gute Laune irgendwie gerade. Ich glaube aber, sie hat auch einfach Hunger. Deswegen werden wir jetzt mal was zum Mittagessen machen. Ich füttere sie und dann können wir in den Tag starten, oder mein Schatz? Feline, guck mal. Wow. Guck mal. Gefällt dir das? Da ich absolut heute irgendwie nichts zu essen im Haus habe und ich auch nur ein Brot gegessen habe, habe ich Feline eine Lasagne gemacht. So eine von Hip. Diese Mittagsmenüs. Aber irgendwie hat sie auch nicht gut gegessen. Also sie mag ja sowas. Aber seitdem sie diesen Schnupfen hat, der natürlich viel besser ist, isst sie das irgendwie. Also sie isst sehr, sehr wenig. Klar, kann ich auch verstehen. Wenn man Schnupfen hat, dann schmeckt man ja auch nicht so viel und ja, vielleicht auch nicht so einen Hunger. Willst du Hallo sagen? Hallo. Super. Möchtest du mal dein Outfit zeigen? Das sind so schöne Basic-Oberteile. Die habe ich von H&M. Ich liebe die. Dann hat sie eine Hose von Fuchs und Kiwi an, eine Strumpfhose drunter und einen Langarmbody. Und ihre Hauspuschen. Ich kriege übrigens immer noch so viele Nachrichten, woher die Schuhe von Feline sind, die Puschen, die Hauspuschen. Weil sie die oft im Video auch anhat. Also sie hat die eigentlich immer an. Ich verlinke sie euch nochmal unten in der Infobox. Ich kann sie euch nur empfehlen. Feline hat momentan Größe 18 ungefähr, immer noch. Und die passen wie angegossen und die gehen, glaube ich, ich glaube, das ist so 18 bis 20. Und man kann die richtig schön um den Fuß mit dem Klettverschluss machen und ich liebe die. Die haben natürlich unten
Anti-Rutschnoppen, das ist klar. Und die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die kosten auch nicht so, so viel. Ich werde mir jetzt in der wunderschönen Tasse von Easy einen Kaffee machen. Ich habe die gerade einmal heiß abgewaschen. Und jetzt gibt's lecker Kaffee. Ah! Wie das aussieht. Oh Mann. So, und unser Weihnachtsbaum sieht dann so aus, wenn es ein bisschen dunkler wird. Übrigens war FedEx immer noch nicht da. Mhm. Ihr kennt ja so gar nicht meine Weihnachtsdeko, also das kennt ihr ja schon. Und ich habe mir hier, im Dunkeln sieht das noch viel schöner aus, so ein kleines Städtchen aufgebaut. Diese kleinen Figuren, seht ihr die? Die gab es mal im Action und ich fand die so schön. Schaut mal, wenn das Licht an ist und es abends dunkel ist. So ein kleines Winterdorf. Und dann habe ich mir hier so ein bisschen was hingestellt. Ja, wenn es dunkel ist, kommt das nochmal besser zur Geltung. Ja, ich habe für Dennis auch ein kleines Geschenk. Das ist das hier. An sich haben wir gesagt, wir schenken uns nichts. Und ich habe ihm gesagt, eine Kleinigkeit habe ich. Und das ist aber auch nichts Wildes, nichts Großes. Einfach so eine kleine Aufmerksamkeit. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ja, ich warte, wie gesagt, immer noch vergeblich auf den FedEx-Mann. Feline hat momentan so eine Phase, ich glaube, das können mir alle Eltern bestätigen, die entweder im selben Alter Kinder haben oder älter. Sie will immer auf den Arm und bettelt förmlich danach und macht so richtig süße Anstalten, dass euer Herz schmilzt. Und dann macht sie diesen hier. Zeigt irgendwo hin, egal wohin. Sie will überall hin, sie will überall alles anfassen. Sie will nur auf den Arm, um überall dran zu kommen, dran zu gucken. Sie hält jetzt auch schon die Höhe, dass sie alles von der Fensterbank runterreißt. Und das finde ich jetzt nicht so toll. Aber gut. Also auf jeden Fall ist immer dieses ja, ist momentan sehr hoch bei uns im Kurs. So, der Papa ist jetzt da und macht jetzt mal das Geschenk von Easy und Alex auf. So, also Easy hat draufgeschrieben, irgendwie war im Kopf behalten. Was denkst du, wir sollen mal raten, hat Easy gesagt, vom Fühlen her. Eine Russenmütze? Ich habe gedacht, entweder Mütze, Schal, irgendwie sowas. Feline hat auch ganz tolle Geschenke bekommen, ne? Die zeige ich dir gleich erstmal. Eine Mütze. Nein, von den Eagles. Die hast du noch nicht, oder? Nee, hast du noch nicht. Oh, Easy, du bist ja verrückt. Wow, danke. Oh, du bist ja verrückt. Nee, die hat er tatsächlich noch nicht. Er hat eine, die hängt da hinten über der Puppe. Das ist eine andere. Oh, wie schön die einfach ist. Geil. Oh, ich liebe die. Oh, die ist schön. Danke, Easy. Hammer.